80 Kilo abnehmen, 100 Kilo zunehmen, wieder 80 Kilo abnehmen. Diesen Weg hat Vanessa hinter sich. Wieso und wie es ihr heute geht, erzählt sie in diesem Video. Ich war immer die dickste in der Klasse. Ich habe mich aber trotzdem auch sportlich betätigt, wie alle anderen auch. Aber mein Gewicht ist trotzdem immer in die Höhe aufgegangen. Bis man dann eben schlussendlich auch den Grund dafür herausgefunden hat, dass ich eine Stoffwechselstörung habe. Und das führt halt dazu, dass man mega zunimmt und nur sehr schwer abnehmen kann. Mich entschieden abzunehmen, habe ich im Alter von etwa 16, im 10. Schuljahr. Da hatte ich ein Gewicht von 165 Kilo. Und ich bin am Morgen mal aufgestanden und hatte das Gefühl, mein Körper erdrückt mich. Dann habe ich ab diesem Tag nur noch etwa 500 bis 1000 Kalorien gegessen und bin viel spazieren gegangen. Mit der Zeit hatte ich nach 6 Minuten schon 65 Kilo drin. Und habe dann angefangen, ein Gym zu suchen und habe dann nochmal weitere 20 Kilo abgenommen. Und dann bin ich aber schwanger geworden mit Zwilling und habe in der Schwangerschaft durch die Schwangerschaftshormone und meiner Stoffwechselstörung 100 Kilo zugenommen. Die körperliche Einschränkung war einfach total schlimm mit fast 200 Kilo. Und ich glaube, jeder Mensch kann sich vorstellen, 200 Kilo ist einfach wirklich zu viel. Psychisch war es mega schlimm, weil ich mega Herz für den Körper, den ich vor der Schwangerschaft hatte, geschafft habe und jetzt alles eigentlich zunichte gemacht habe durch die Schwangerschaft. Aber es ist trotzdem das Schönste, was mir überhaupt passieren konnte. Ich finde es toll, Mami sein. Es hat zum Glück keine Komplikationen gegeben in der Schwangerschaft. Meinen Kind ist es immer gut gegangen. Weil mein Arzt mir den Magenbypass empfohlen hat, durch das Hormon, das freigesetzt wird, das den Stoffwechsel wieder normalisieren soll, habe ich mich für den Magenbypass auch entschieden. Und ich habe dann nach dem ersten Gespräch schon 3 Monate später bekommen. Nach der Operation durfte ich das erste Mal wieder etwas essen. Dann haben sie mir so ein Schälchen Reis gegeben, so ein Mini-Schälchen und ein bisschen Poulet. Dann habe ich gedacht, okay, ich werde sicher noch Hunger haben. Ich frage ihn einfach noch mal, vielleicht fresh. Dann habe ich das gegessen und nach einem Biss war ich schon voll. Aber mein Hirn hat gesagt, hey, du hast noch Hunger, du musst essen. Aber mein Körper hat gesagt, nein, du bist voll. Und das war für mich eine riesige Umstellung. Man kann einfach sehr wenig Nahrung zu sich nehmen. Und weil wir auch 3 Meter Darm entfernt haben, kann mein Körper jetzt noch weniger Nährstoff aufnehmen. Also er hat weniger Zeit, um Nährstoff sozusagen aufzunehmen. Darum nimmt man auch recht viel ab. Und habe es dann geschafft, schon innerhalb von jetzt in 9 Monaten 91 Kilo verlieren. Und da bin ich mega happy. Und ich habe jetzt zwar wieder mega viel überschüssige Haut. Ich habe auch extra keine Stützstrumpfhose oder so angelegt, dass man das auch sieht, weil mein Körper ist undefiniert, das hält nicht fest. Und mit Stützstrumpfhose wird das alles ein bisschen zusammengegeben. Heute geht es mir super. Ich bin stolz auf das, was ich schon jetzt wieder geschafft habe und ich freue mich schon auf die Hautstraffungen und hoffe auch, dass dann endlich alles ein Ende hat. Dass ich das Body-Projekt an mir selber endlich abschließen kann. Die Krankenkasse übernimmt in den meisten Fällen leider nur die Bauchdeckenstraffung. Nur ist es so, dass ich mich nicht mehr in der Schweiz operieren lasse. Ich habe von meiner Hautstraffung am Rücken eine riesen Narbe und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber ich will es im Ausland machen. Es ist auch günstiger. Ich war schon etwa 8 Jahre nicht mehr in der Body. Im Sommer hatte ich immer heiß bis jetzt, weil ich immer lange Hosen hatte und alles, dass man das halt nicht alles sieht. Oder? Und ich habe noch nie ein Bikini in meinem Leben gehabt. Ich habe mir ein Bikini bestellt für nächstes Jahr, wo ich reinpasse und dann werde ich das endlich mal anlegen und in die Body gehen und einfach im Wasser wieder an. Ich freue mich mega drauf. Ja.